Road to Waldau. Der DB Regio WV-Pokal wird präsentiert von DB Regio. Perfekte Bedingungen im Freiberger Wasenstadion beim Spiel zwischen dem Oberliga-3. SGV Freiberg und dem Regionalliga-8. SSV Ulm. Ein Spiel, bei dem die Hausherren von Beginn an Ball und Gegner laufen lassen und sich auch die ein oder andere Chance herausspielen. Die Führung für Freiberg liegt in der Luft. Doch dann die 16. Spielminute. Der weite Abschlag von Gästekeeper Kevin Birk. Thomas Ratgeber setzt sich gegen den ehemaligen VfB-Profi Marco Pischon durch und setzt perfekt David Breik in Szene. Das 0:1 aus dem Nichts. Auch danach ändert sich wenig am Spielgeschehen. Freiberg vor 1000 Zuschauern mit gefühlt 70% Ballbesitz. Doch der letzte Pass kommt nicht an. Die Abschlüsse sitzen nicht. Wir waren einfach dann auch nicht vielleicht zwingend genug und haben dann in letzter Konsequenz nicht so an uns geglaubt, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Ulm spielt nicht schön, aber effektiv und vor allem defensiv ziemlich sattelfest. Freiberg resigniert fast gar, vor allem nach der 73. Minute. Wieder legt Ratgeber ab, wieder wird David Breik nur halbherzig angegriffen und wieder trifft der Stürmer. Riesenjubel beim mitgereisten Ulmer Anhang. Freiberg versucht alles, wechselt Mr. WV-Pokals Petin Musliokai ein. Der hatte schon Groß Asbach zweimal aus dem Pokal geschossen. Aber es ist der ebenfalls eingewechselte Maximilian Wojcik, der die leichte Unsicherheit von Kevin Birk zum Anschlusstreffer nutzt. Freiberg in der Nachspielzeit noch mit der Ausgleichschance, doch es bleibt dabei. Ulm zieht ins DB Regio WV-Pokalfinale ein. Große Enttäuschung beim Oberligisten Freiberg. Wenn man mal im Halbfinale ist, wenn man ins Finale. Ich muss sagen, also Gratulation an Ulm. Keine Ahnung, wie sie gewonnen haben. Also wir waren klar überlegen, wir waren klar besser, haben halt zu wenig Chancen gehabt. Aber was die da gespielt haben, hat in meinen Augen nichts mit Fußball zu tun. Ich finde, es gab nur eine Mannschaft, die hier Fußball gespielt hat oder probiert hat, Fußball zu spielen. Leider haben wir unsere wenigen Chancen, die wir hatten, nicht reingemacht. Der Favorit spielt nicht schön, darf aber weiter vom Pokalsieg und dem großen Los im DFB-Pokal träumen. Ja, ganz klar. Ich meine, wenn man im Finale steht, dann gibt es nur eins und das ist eben den Pokal einzufahren und nächstes Jahr im DFB-Pokal zu spielen. Und ich denke, da werden noch ein paar mehr Zuschauer aus Ulm kommen und da bin ich mir sicher, dass wir da auch gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Vielleicht mal schauen, was in der Liga noch geht, aber das ist jetzt zweitrangig. In erster Linie das Ding holen und dann feiern, hey! Und jetzt schauen wir, auf wen der SSV Ulm dann am 21. Mai beim Finale um den DB Regio WV-Pokal trifft. Verbandsligist Ilshofen oder Drittligist Sonnenhof Groß Asbach. Erschöpft, aber überglücklich. Das darf man auch sein, wenn man gerade den bisher größten Erfolg in der Pokalgeschichte des Vereins geschafft hat. Es war einfach wirklich unfassbar geil. Es war einfach eine unfassbare Sensation. Es hat so Spaß gemacht zu spielen, weil wir haben einfach alles reingehauen, was wir hatten. Wahnsinnsspiel. Wir haben Drittligisten 2-0 geschlagen. Ich weiß noch gar nicht richtig, was ich sagen soll. Wir stehen im Finale. Auf der Waldau ist Wahnsinn. Ey. Die Verbandsliga-Fußballer des TSV Ilshofen gewinnen gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach hochverdient mit 2:0 und ziehen damit ins Finale um den WFV-Pokal ein. Von Beginn an findet der Drittligist aus Groß Asbach in den gelben Trikots keine Einstellung zum Spiel. Der Dreiklassenunterschied zwischen den beiden Teams, er ist nicht erkennbar. Ich glaube, wir waren heute einfach eindeutig viel motivierter als der Gegner. Vielleicht wurden wir unterschätzt und ja, und das wollten wir halt ausnutzen. Es war uns bewusst, dass es vielleicht so kommen könnte. Und ja gut, wir haben es gut gemacht und ja, wir waren die stärkere Mannschaft heute. Benjamin Kurz bringt Ilshofen in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Und wiederum Benjamin Kurz erhöht in der 27. Minute gar auf 2:0 für den Underdog. Wir hatten nichts zu verlieren. Wir konnten da ja, machen, was wir wollten. Keiner wäre böse gewesen, wenn wir verloren hätten. Und ja, was wir gemacht haben, war Wahnsinn von jedem Einzelnen. Gästetrainer Sascha Hildmann ist jetzt schon restlos bedient. Die Offensivaktionen seines Teams sehen in etwa so aus. Und auch nach der Pause bleibt Ilshofen das dominierende Team. Defensiv nicht gefordert und offensiv brandgefährlich. Einziges Manko der Roten, die Chancenauswertung.
Der Favorit hätte sich über ein 0:4 oder gar 0:5 nicht beschweren dürfen. Nach 90 Minuten gibt es beim TSV Ilshofen dann kein Halten mehr, während die Gäste aus Groß Asbach am liebsten im Boden versinken würden. Wir haben Dinge gemacht, die nicht besprochen waren. Wir haben Zweikämpfe nicht angenommen. Wir waren total schlecht und die ganze Mannschaft war ein totaler Ausfall. Ilshofen hat es gut gemacht. Wir haben gekämpft, wir haben sich reingeworfen, haben Zweikämpfe gewonnen, haben Tore geschossen. Völlig verdient gewonnen gegen eine absolut harmlose Luschentruppe. Ja, wir waren heute keine Minute, glaube ich, wirklich im Spiel drin. Wir haben viele Torschüsse zugelassen, heute ist viel falsch gelaufen. Und ja, einfach beschämt, glaube ich, ist das richtige Wort heute. Deutliche Worte. Spielertrainer Ralf Kettemann kann sein Glück und die Leistung seines Teams dagegen kaum fassen. Unfassbar trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Wir haben, glaube ich, keine Torschüsse zugelassen gegen den Drittligist. Haben selber wahnsinnig viele Torschüsse noch vergeben. Ja, was will man mehr? Ja? Also Körpersprache war da, Wille war da. Man hat gesehen, dass es ein ganz, ganz besonderes Spiel ist. Was mir ganz wichtig war, was ich vorgegeben habe, und es ist ganz toll, dass die Jungs es umgesetzt haben, dass sie mutig waren, nicht zu viel Respekt hatten vom Gegner. Weil nur so hat man dann auch eine Chance gegen so einen Gegner. Und von dem her, wunderbare Sache für uns. Ja. Mit der Leistung von gestern kann Ilshofen im Finale der ganz große Coup gelingen. Auch dann wird es wieder auf die Mentalität ankommen. Mal sehen, welches Team dann am Ende feiern kann. Road to Waldau, der DB Regio WV-Pokal, wird präsentiert von DB Regio.